Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Code Vein. Das letzte Mal haben wir uns... Ja, danke mir, ich auch mit dir. Das letzte Mal haben wir uns mit dem ersten DLC beschäftigt, mit dem Höllenfeuerritter. Und haben auch einen Blutcode gekriegt und so einige Errungenschaften. Das DLC bezieht sich ja eigentlich immer nur auf eine Karte der Tiefen. Und da hatten wir auch hier diesen neuen Blutschleier bekommen. Die sind dann gekennzeichnet, ich glaube mit dieser Ecke da oben, dass die zum DLC gehören. Und den habe ich jetzt ausgerüstet bis plus 9. Denn der hat sich wirklich, wirklich bezahlt gemacht. Und ja, wir werden immer noch weiterhin die Silberwolf-Königsklinge schwingen. Denn das ist so mit Abstand eine der stärksten Waffen. Und das brennende Desaster habe ich mal ausgerüstet und auch bis Level 9 aufgelevelt. Denn das nächste DLC dreht sich um, wie es auch schon so schön sagt, die Eiskaiserin. Um ein Eislevel, denke ich mal. Und genau, ich habe eigentlich hier auch Feuerverstärkung jetzt in den passiven Talenten, wie ihr sehen konntet. Das hatte ich beim letzten Part mit anderen Attacken. Aber ich habe jetzt hier überwiegend genau Enteisertonikum und genau, Mistel müssen wir irgendwo noch haben. Die tue ich jetzt mal dazu. Ich habe aber überwiegend jetzt Feuerattacken. Ich hoffe, sie sind von Vorteil in einem, ich denke mal, eisbasierten Level. Denn ich habe bisher, wie gesagt, nur die Trailer gesehen von den verschiedenen DLCs als, ich glaube auch als Season Pass gibt es die, dass die dann nach und nach veröffentlicht worden sind. Allerdings habe ich sie mir alle einzeln gekauft, denn ich dachte, okay, wenn jetzt das erste DLC wirklich gar nichts ist, dann brauche ich auch die anderen beiden nicht. Und da wurden wir schon ein bisschen, das heißt vorab nicht gespoilert, aber in dem letzten Part habt ihr ja auch gesehen, dass bei der Wiederherstellung von dem Überrestekern vom Askeplios Überrestekern, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, dass da bestimmte Voraussetzungen nötig sind von den anderen beiden DLCs. Und das ist jetzt sozusagen die goldene Mitte, der zweite Teil, und zwar die Eiskaiserin. Und ja, ich bin mal gespannt. Also wie immer bekommt ihr die Karte der Tiefen dort, wo sie auch das letzte Mal zu finden war. Und zwar am Ende von der Gruftspitze nach Midos Kampf. Da gibt es hier diesen Durchgang. Und hier rechts liegt die Karte, wie wir sehen können. Himmel. Eiskerker. Okay, ich hoffe, wir sehen das gleich noch ausgeschrieben. Was denn? Himmel? Wahrscheinlich himmlisch oder so. So, ab zurück zur Mistel. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt zur Basis, zu Davis durch. Aber wir kommen ja jetzt erstmal wieder bei der Gruftspitze raus. So, weil das die letzte Mistel ist, zu der wir uns transportiert haben oder teleportiert haben. So, dankeschön. Ich will mich aber gar nicht ausruhen, sondern auf in die Basis und ab zu Davis. Denn Davis ist ja unser Herr der Karten. Und ja, ich bin mal gespannt, ob es jetzt noch ein bisschen schwieriger ist vom Schwierigkeitslevel als der Vorgänger, also als der Höllenfeuerritter. Und ja. Wie ihr ja aus meinem Let's Play kennt, sind die eisbasierten Level nicht unbedingt meine Stärke, Nicola. Und auch die ganzen Plattformen, die unter mir zusammengebrochen sind. Aber vielleicht wird es ja auch gar nicht so furchtbar oder ich bin einfach besser geworden. Mal sehen.
Wir müssen uns einfach darauf einlassen. Ich habe gar keine Ahnung, was mich erwartet, wie die Karte sein wird und welches Schreckenwesen auf uns wartet. Honestly, I want to jump right into action, but Ja, du kommst ja gar nicht I'll mit. lead the way. Just tell me where we're going. Du zeigst uns ja nur den Weg, aber du kommst ja nie mit. So, ganz unten. So, genau. Feurige Vergessenheit haben wir zu 100% abgeschlossen. Da können wir auch die Belohnungen sehen. Und, ah, himmlischer Eiskerker, ich hatte recht. Und das sieht ja schon sehr verfrostet aus. Vielleicht treffen wir auch Elsa. Wer weiß, es ist aber ja die Eiskaiserin. Aha, nicht die It's Eiskönigin. unexplored territory from here on. Take care. Und, mal sehen, wie das Gebiet so sein wird. Ich lasse mich da jetzt einfach mal drauf ein. Und hoffe, dass ich nicht ausrutsche. Ich nehme Mia mit. By the way, ich hatte sie ja damals nicht mitgenommen auf dem Weg zu Nicola. Und ich glaube, ich bin ja das so ein bisschen schuldig. Ich hatte, glaube ich, insgesamt Mia nicht wirklich häufig dabei. Also ich glaube, von allen Partnern und Gefährten am wenigsten. Und ich will ihr jetzt einfach mal eine Chance geben, weil eigentlich das eisbasierte Level zu ihr gehört. Genau. Und ja. So, da sind wir. Himmlischer Eiskerker. Let's get going. Ja, genau. Wir sehen da hinten auch schon den Eissturm toben. Ich rüste hier mal wieder mein super mega Ultraschwert aus. You have to use every tool you have, right? Und hier haben manche Leute für uns Proviant Is that gelassen. really? Das ist natürlich sehr, sehr großzügig hier mit zweimal reinem Blut. Guck mal gerade. Nee, hier ist nichts mehr. Und man sieht hier auch noch I'll gar just keep an eye out while nichts. you're busy. Ich überlege gerade, ob ich hier nochmal Talente tausche. Aber an sich bin ich ganz zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich das brennende Desaster behalten soll. Ich glaube, ich lasse mich einfach mal drauf ein. Ich probiere es einfach mal aus. Wenn es nicht funktioniert, kann ich es ja immer noch anders machen. There's a Und das hier hole ist in immer this noch, wie part of the gesagt, mein depths. liebstes Talent. Hui. Oh, haben wir da, können wir da jetzt gerade schon auf den Gegner gucken? Das ist ja schräg. Ich wusste gar nicht, dass man so in die Gruft guckt. Müssen wir da jetzt runter? Brechen wir uns da nicht alles? Okay. Ging ja gerade noch so. Das ist ja schon mal ganz nett aufgebaut. Wow, okay, die Dornen hier leuchten auch in einem Eisblau. Das ist schon mal ein ganz schönes Detail. Hier sind, glaube ich, noch gar keine Gegner. Wir sind hier noch auf dem Vorplatz. Aber wo komme ich denn jetzt hier runter, ohne mir den Hals zu brechen? Ah, hier. Oh, da hinten geht es schon weiter. Ich will jetzt gerade aber erstmal gucken. You should take a break if you need to. Da ist die Mistel. Oh, scheint ganz schön viele Wege zu geben. Dann heilen wir uns einmal ganz kurz. Und ich guck gerade mal. Ich habe gehört, genau. Oh, das stimmt. Ich habe gehört, dass mit sozusagen den DLCs das Update gekommen ist, dass man auch sich direkt in die Tiefen teleportieren kann. Allerdings finde ich es ein bisschen schicker, direkt zu Davis zu gehen. Aber es wäre theoretisch jetzt möglich, direkt über die Misteln zu reisen. Okay, dann stimmt das anscheinend. So. 20% haben wir bisher. Okay, es ist noch nicht viel passiert, gebe ich zu. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal direkt hier den Pfad, den wir eben schon gesehen haben.
Das war der, der uns hier in diese dunkle Höhle führt. Ja, super. Und da ist auch schon der erste Gegner. Ist er betrunken? Gut, aber meistens kommen die ja nicht alleine. Da läuft schon ein Schwein, wenn ich das richtig sehe. Oh. Nein. Danke, Mia. Erwecker MJ310. Okay, hier ist es ein bisschen neblig. Das heißt, man... Okay, da oben ist schon direkt das nächste Schwein. Und immer reinigendes Licht aktivieren. Ich kann es nur empfehlen. Ja, ja, ja. Huch. Die Kameraführung ist jetzt gerade ein bisschen hinderlich. So, ist besser. Okay, das ist ja alles ganz schön verwinkelt. Mit ganz schön vielen Gegnern. Nein, die Affen. Oh, und da sieht man schon das passive Talent. Dass mein... Schwert in Flammen steht. Oh nein, nicht die! Oh nein. Ein Fionnchrom. Oh, nicht schlecht. So, da geht's runter. Das müssen wir uns merken. Aber wir sind ja hier in dem Apfelstrudel des Todes noch nicht fertig. Oh Gott, nee, das ist bestimmt gefährlich, das Vieh. Das hat aber was bewacht, wenn ich das richtig sehe. Ein WG-Meister. Gut. Das ist natürlich auch bewachenswert. Aber ich finde es nach wie vor cool, dass man hört, wenn man über den Schnee geht. Das knirscht so schön. Das mag ich auch im echten Leben total gern. So, da geht es einmal runter. Ich würde aber jetzt gerade hier nochmal weiter gucken. Solange hier die Gegner besiegt sind. Was haben wir da? Okay, da kann nichts auf uns runterspringen. Da schlafen ein paar Wölfe. Oh nein, nein, nicht der, nicht der. Oh, daneben, du blöder Sack. Ja, die sind, da muss man echt aufpassen. Diese Granatenmänner. Kann ich darüber springen? Scary. Wahrscheinlich nicht. Sondern nur runter. Das finde ich leider ein bisschen schade in dem Spiel, dass man nicht springen kann. Sondern du kannst nur runterspringen, aber nicht irgendwo hochspringen oder über irgendeinen Spalt springen. Wir haben allerlei Talente, aber wir können nicht springen. Und das hier sieht sehr gefährlich aus. Aber auch cool.
Okay, da bröckelt nichts unter uns weg. Das ist gut. Und der ist auch gefährlich. Okay. Das war gut. So, da geht's auch noch mal runter. Hier verliert man aber schnell den Überblick. Oh, der überwacht was und der sieht nicht so freundlich aus. Ja, mir sehe ich. Hier von hinten. You have to use every tool you have, right? So, was haben wir denn hier? Okay, dann geht's jetzt hier runter und da schneit es durch ein Loch. Da kommt doch jetzt bestimmt ein Gegner runter, oder? Oh, ein paar Äste. Ja, bitte, Mia, komm. Ah, hier sind wir also eine Runde gelaufen. Das ist ja cool, dass man hier die Wurzeln abschlagen kann. Verbirgt sich denn da irgendwie was? Das fände ich jetzt irgendwie cooler, außer jetzt diesen Durchgang, dass das auch Sinn macht, dass wir die hier abschlagen. So, von da sind wir ja gekommen. Aber da gab es ja noch einen anderen Weg, wo wir runtergehen konnten, beziehungsweise geradeaus gehen konnten. Dann sind wir ja da über die Felsspalte da gelaufen. Oh, da hinten ist auch noch ein Gegner, die wir, oder Gegner, die wir nicht erledigt haben. Gott, das ist ja aber... Nee, hier bin ich nicht rübergelaufen. Wieder da, alle sehen Ruhe, marschiert. Yay. Gut, der ist Geschichte. Und da knirscht der Schnee. Oh, da ist auch noch einer. Mein Geschenk da gelassen. Unverschämtheit. So, ich glaube, da oben war der Durchgang, wo wir noch nicht hingegangen sind. Gerade aber noch mal irgendwie. Da unten ist eine Mistel. Theoretisch könnten wir, glaube ich, da irgendwie hingelangen. Aber wie? Ich mal hier runter, ob da noch irgendwas ist. Beziehungsweise hier vorbei sind wir ja auch gar nicht gelaufen. Oh, es ist auch ein neuer Weg. Oder? Ja, den hatten wir ja auch noch nicht. Na gut. Das Gebiet erstmal ein bisschen gesichert. So, mal schauen, wo wir hier rauskommen. Ob wir jetzt der Mistel begegnen.
So, ich glaube, die ist ja. Ja, genau, die ist direkt hier. Super. Ein Abflasch. Oh, jetzt sieht man erst, wie verwinkelt das hier alles ist. 30%? Das ist ja jetzt nicht gerade viel. Obwohl, ungefähr ein Drittel. Fast. Ja. So, hier können wir auch noch weiter, oder? Okay. Gut. Okay. Wow. Das ist Mia gewesen. Ich dachte gerade, da kommt jetzt ein Gegner irgendwo her. Ja, es war nur Mia. Die hat sich ja im Moment als ganz gute Gefährtin gemacht. Und da steht auch direkt schon jemand. Oh, der ist. Das war. Der war versteinert. Okay. Gehen wir noch zur anderen Seite, weil es sieht so aus, als müssten wir da gleich kämpfen. Schauen wir mal. Ja, super. Das heißt ja, dass wir auf jeden Fall attackiert werden. Auch ein Eisäffchen, das hier gebadet hat. Wie so ein Japan-Makake. Maki. Ja. Die baden doch auch gerne in die heißen Quellen. Sehr interessant, so in einem Eislevel hier noch ein schönes, warmes Quellchen gefunden zu haben. Aber gibt es ja tatsächlich. So, dann würde ich sagen, stellen wir uns hier. Oh, nee. Der sieht nicht freundlich aus. Oh nein. Boah. Der ist gefährlich. Okay, ich muss mich mal heilen. Will mich verstecken. Ah, super. Askeplios Überrest C. Sehr schön. So, dann gucken wir hier mal. Hat er hier irgendwas hinterlassen? Nö. Dann gehen wir mal zurück zur Mistel. Denn ich will meinen Dunst ein bisschen sichern. Vielleicht können wir in der Stufe aufsteigen. Es wird natürlich immer schwieriger. Und dann würde ich mal den Part beenden. Aber erstmal gucken wir, ob wir in der Stufe aufsteigen können. Ja, wunderbar. Super, hat genau gepasst. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.